Wenn wir über das allmähliche Verschwinden des Kalten Krieges sprechen, dann muss man in den Anfang der 70er Jahre zurückgehen. Damals war die politische Leitlinie des Westens, der NATO-Mitglieder oder der Mitglieder der Europäischen Gemeinschaft von damals darauf abgezielt, in einer Form miteinander in Kontakt zu kommen, die es den Menschen ermöglicht, in ihren jeweils eigenen Ländern auch ihre eigene Meinung deutlicher zum Ausdruck zu bringen. So kam es dann schließlich im Jahr 1975 zum Gipfeltreffen in Helsinki, fand er statt, in dem neben außenpolitischen und wirtschaftspolitischen Fragen vor allem auch darüber gesprochen wurde, dass nun die Menschen in ihren Ländern größere Bewegungsmöglichkeiten bekommen sollten, sowohl in dem, was sie äußern wollten, wie auch in ihren Reisen oder wie sie sonst Einfluss zu bekommen sich bemühten. Und dann haben wir die Entwicklung in Nachbarländern von uns erlebt, also in der damals noch zusammengehörten Tschechoslowakei, Václav Havel, der ja ein Dichter und ein aus dem Bereich der Kultur stammender Mann war und mit dem sich sehr bald eine persönliche Freundschaft entwickelte. Václav Havel sollte den sogenannten Friedenspreis des deutschen Buchhandels in Frankfurt am Main bekommen. Und wir schrieben ihm, er sei herzlich eingeladen zu kommen. Er schrieb zurück und sagte, ja, seine Autoritäten, er sei immer noch halb und halb im Gefängnis, hätten ihm gesagt, er könne nach Frankfurt ausreisen, unter der Bedingung, dass er nicht nach Prag zurückkehre. Das lehnte er natürlich strikt ab. Stattdessen sagte er etwas anderes. Alles in diesem Brief, an den ich mich hier vor allem erinnere. Wir haben Schreckliches durch die deutsche Besatzung erlebt. Und das ist nicht vergessen. Und als dann der Krieg zu Ende ging, was haben dann wir gemacht? Wir haben einen besonders schweren Fehler gemacht, nämlich schreckliche Erlebnisse, die unsere Feinde uns zugefügt hatten, jedenfalls in gewissen Teilen unsererseits auch in die Tat umzusetzen. Und auf diese Weise hatte er sich in Bezug auf die Behandlung des Sudetenlandes und die Zwangslage aus dem Sudetenland auszuwandern, besonders scharf kritisiert. Und dann hat er mir noch dazu geschrieben, Sie können diesen Brief ruhig vorlesen, anstelle meines Besuchs, den ich in Frankfurt nicht machen konnte. In einer besonders großen Wirkung, wenn ich das noch hinzufügen darf, aber war dann natürlich vor allem auch die Gründung der Solidarność-Bewegung in Polen, Lech Wałęsa und andere, später dann Mazowiecki, der erste frei gewählte Ministerpräsident in Polen. Sie wurden zu Vorbildern dafür, dass nun anstelle der bewaffneten Konfrontation der jeweiligen Lager wirklich der Weg zu einer Verständigung gesucht wurde. Und das alles hat dann, also beginnend von der zweiten Hälfte der 70er Jahre bis in die 80er Jahre hinein, entscheidend beigetragen zu einem wirklichen Aufblühen einer europäischen Situation, die eben nicht mehr vom Kalten Krieg gewaltsam bestimmt war.